Und die Bundesbank ist ein sehr gutes Stichwort. Seit 2 Jahren führt Joachim Nagel die Geschicke dort und wirkt maßgeblich als Bundesbankpräsident auch an der Zinspolitik der EZB mit als Mitglied des Direktoriums dort. Er gilt als ein Verfechter einer strengen Zinspolitik. Es ist einer der seltenen Momente, in denen die ARD-Finanzredaktion die Möglichkeit hatte, Joachim Nagel persönlich und exklusiv zu interviewen. Das hat mein Kollege Markus Gürne unternommen. Und seine erste Frage an Joachim Nagel war, wie er in dieser aktuellen Situation nicht nur die Geldpolitik sieht, sondern auch die Nahostpolitik. Vor dem Hintergrund der dramatischen Dinge, die dort geschehen, jeden Tag, fällt es manchmal schwer, eine wirtschaftliche Einordnung vorzunehmen. Aber es wird sicherlich der Zeitpunkt kommen, das müssen wir tun, um die wirtschaftlichen Implikationen abzuschätzen, inwieweit aus diesen geopolitischen Konflikten dann letztendlich auch Abstrahleffekte auf die Wirtschaft entstehen. Eines ist klar, Unsicherheit in dieser Form ist meistens nie gut für wirtschaftliche Prozesse und damit auch relativ schlecht möglicherweise für die Wachstumsperspektiven. Aber wie gesagt, es ist noch zu früh, um letztendlich dort abschließend ein ökonomisches Urteil treffen zu können. Klarheit hat man aber trotzdem, wenn man in diese Region blickt. Es ist eine Region voll mit Rohstoffen, es ist eine wichtige Region, gerade auch was Energieträger anbelangt. Katar wird hier immer wieder genannt. Auf der anderen Seite, wenn man sich diesen schmalen Streifenstraße von Hormuz anguckt, ist der Iran immer wieder die Drohung, in diese Straße zuzumachen. Das hätte dramatische Auswirkungen auch dann zum Beispiel auf Energiepreise. Ist das etwas, womit Sie sich beschäftigen und wo auch die Geldpolitik schon mal das Besteck auslegen muss, welche Werkzeuge man möglicherweise in die Hand nehmen muss? Ich denke, man muss sich über solche Dinge Gedanken machen. Man sollte vielleicht nicht zu viel darüber spekulieren, aber es zeigt einmal mehr gerade beim Thema Energie, wie wichtig es ist, sich breit aufzustellen bei den Energieträgern, also Diversifizierung ist, glaube ich, einfach hier noch mal ganz klar das, was notwendig ist, um sich eben auch resilient in der Zukunft wirtschaftlich aufzustellen. Und natürlich ist es so, dass wir als Geldpolitiker, als Notenbanken auf solche Dinge schauen und uns Gedanken machen, wie man gegebenenfalls, wenn es so sein sollte, reagieren könnte. Aber eins kann ich Ihnen sagen, wenn es notwendig sein sollte, dann sind wir auch so aufgestellt, dass wir darauf reagieren könnten. Aber Sie haben schon gemerkt, das waren jetzt viele Konjunktive. Derzeit sieht die Lage noch relativ sortiert aus, aber wir schauen da sehr wachsam auf die Situation. Können Sie uns mal einen Einblick geben, wie das so abläuft? Der 7. Oktober war eine Zäsur. Das war der terroristische Angriff der Hamas auf Israel. Wenn man sich dann wieder im Kreise Ihrer Notenbank-Kolleginnen und Kollegen trifft, wie bewertet man so ein Ereignis? Wie ist da die Stimmung an so einem Tag? Ich denke, niemand ist frei von einer persönlichen Betroffenheit, was die Terrorangriffe der Hamas betrifft. Und die Solidarität für Israel, für die Menschen, für die Opfer kommt auch in so einer Sitzung zum Ausdruck. Und das ist auch wichtig. Die Empathie an der Stelle spielt eine große Rolle. Aber wir müssen am Ende auch zum geldpolitischen Urteil kommen. Das ist wichtig. Und ich denke, wir haben gezeigt mit den Entscheidungen im Übrigen der letzten 2 Jahre, wie der EZB-Rat seiner Verantwortung, Preisstabilität herzustellen, am Ende gerecht geworden ist. Sie haben es angesprochen, Geldpolitik ist ein großes Thema. Geldpolitik ist ein wichtiges Thema. Sie haben ein ganz wichtiges Werkzeug in der Hand. Man sieht es an den Bewegungen rund um den Leitzins in den letzten Monaten auch. Fiskalpolitik ist was anderes. Also das enge Zusammenspiel zwischen Notenbank, aber auch der Politik. Rutschen Sie in solchen Situationen bei aller Unabhängigkeit dann auch wieder bei solchen Themen, die notwendig sind, zusammen zu bewerten, noch enger zusammen? Also zunächst mal, die Geldpolitik hat ein eindeutiges Mandat, das Preisstabilität. Ich habe es betont, wir sind unabhängige Institutionen. Und es ist auch richtig so, dass es eine klare Trennlinie gibt zwischen geldpolitischer Verantwortung und fiskalischer Verantwortung. Die Geldpolitik hat ihren Teil getan und die Fiskalpolitik hat dazu beigetragen, dass sich die Situation in den letzten schwierigen 20 Monaten deutlich stabilisiert hat. An der Stelle kann ich sagen, dass diese Dichotomie, die Teilung dieser
Zuständigkeiten, dass die sehr gut funktioniert hat. Jetzt sehen wir seit geraumer Zeit die Inflationsraten, sie sinken. Jetzt gibt es auf der anderen Seite natürlich die Problematik, die wir eben schon angesprochen haben. Unsicherheiten, was die Energiepreise anbelangt, ein großer Preistreiber, Nahrungsmittel. Da sieht es eher so aus, dass die weiter Preistreiber sind. Und jetzt kommen wir in eine Situation, wir werden mehr Sicherheit haben müssen. Das werden wir selber tun müssen. Wir werden mehr für Sicherheit ausgeben müssen. Vielleicht produzieren wir auch wieder mehr zu Hause. All das sind doch Faktoren, die die Inflation eher wieder ansteigen lassen. Wie optimistisch sind Sie, dass dieses Ziel 2%, das die Notenbank ja als Ziel ausgegeben hat, in absehbarer Zeit auch erreichbar ist? Oder werden wir da latent eher immer drüber bleiben? Also die wichtige Botschaft zunächst ist, dass die Inflation zurückgeht. Das heißt, die Geldpolitik wirkt und das ist eine gute Botschaft. Wenn Sie sich noch daran erinnern können, letztes Jahr noch zweistellige Inflationsraten. Jetzt ist die Inflationsrate knapp unter 3% gefallen. Die wichtige Kerninflationsrate liegt immer noch über 4%. Also Kerninflationsrate heißt, bereinigt um Energie- und Nahrungsmittelpreise. Wir sind noch weg von unserem 2%-Ziel, aber die Richtung stimmt. Die Geldpolitik wird weiter robust daran festhalten, die Inflation dann auch tatsächlich zu 2% zu führen. Es gibt nach wie vor Faktoren, die auch Aufwärtsrisiken darstellen. Sie haben auf einige hingewiesen, die natürlich auch wieder im engen Zusammenhang stehen mit den geopolitischen Entwicklungen. Was machen die Energiepreise? Wie gesagt, im EZB-Rat, wir haben uns dazu entschlossen, von Sitzung zu Sitzung neu zu entscheiden, auf einer neuen Datengrundlage. Und das ist in der gegenwärtigen Situation, die sehr von Unsicherheit geprägt ist, sicherlich der richtige Ansatz. Kommen wir zur Konjunktur. Deutschland ist ein reiches Land. Deutschland ist das bevölkerungsstärkste Land in Europa, liegt in der Mitte Europas. Und doch gibt es die Ersten, die wieder sagen, es ist wieder der kranke Mann Europas. Wie kommt das? Also diese Cassandra-Rufe kann ich sicherlich nicht teilen. Deutschland ist nicht der kranke Mann Europas. Es ist sicherlich so, dass das Jahr 2023 hinsichtlich Wirtschaftswachstum kein gutes Jahr ist. Aber es ist auch kein Jahr, in dem wir in einer harten Rezession unterwegs sein werden. Für 2024 stehen die Vorzeichen besser. Es wird wieder Wachstum geben. Es ist klar, in einer Phase, in der die Unsicherheit groß ist, die Zinsen steigen, verlangsamt sich die Wirtschaft. Das ist Teil des Prozesses, um auch die Inflation zurückzuführen. Wir haben strukturelle Themen im Bereich der Demografie. Sicherlich, wir haben einiges zu tun, wenn es um die Digitalisierung dieses Landes geht. Aber ich würde es mal positiv formulieren. Für Deutschland gibt es auch ein Potenzial, wenn diese Themen angepackt werden, dass mir da nicht bange ist um den Ausblick für die deutsche Wirtschaft in den nächsten Jahren. Also Grundoptimismus und auch irgendwie ein bisschen Appell an die Politik. Jetzt gibt es noch ein Thema, über das wir sprechen wollen, kurz der digitale Euro. Da sind viele Banken und Zahlungsdienstleister, die sagen, warum soll das eigentlich kommen? Es gibt genügend digitale Möglichkeiten zu zahlen. Was, Herr Nagel, macht den digitalen Euro eigentlich mehr sexy als andere? Also zunächst mal ist es ja offensichtlich, unsere ganze Welt wird digitaler, die Wirtschaft wird digitaler. Insofern ist es eigentlich nur nachvollziehbar und logisch, dass Notenbanken hierzu ein Zahlungsinstrument anbieten werden in der Zukunft. Das wird der digitale Euro sein. Daraus werden für den Bürger, für die Bürgerinnen viele neue Opportunitäten entstehen. Beispielsweise, es wird nicht mehr die Frage sein, wenn Sie irgendwo bezahlen, mit welchem elektronischen Zahlungsmittel soll ich denn bezahlen? Nein, Sie werden dann ein Zahlungsverkehrsinstrument haben, den digitalen Euro. Die Händler müssen sich auch nicht mehr fragen, zu wem werde ich mich denn jetzt orientieren, was meine Zahlungsverkehrsdienstleister angeht. Und ich finde, das ist eine sehr große Erleichterung. Es wird schneller werden und es wird auch günstiger werden. Und ich glaube schon, dass wir alle davon überzeugen können, auch die Banken, die manchmal so ein bisschen skeptisch darauf schauen werden, die werden auch am Ende sagen, das ist eine gute Entscheidung, wenn der EZB-Rat, wenn wir dann im Euroraum mit einer digitalen Währung bezahlen können.